Aphidina. Blattläuse besitzen einen Rüssel, der in Ruheposition dem Körper unten anliegt. Die vier- bis sechsgliedrigen Fühler besitzen Riechplatten, die sogenannten Rhinarien. Das letzte Fühlerglied ist nochmal unterteilt in ein Basisglied und den Prozessus terminalis. Auf dem Abdomen findet man häufig ein Siphon, dessen Form zur Bestimmung genutzt werden kann. Am dorsalen Ende der Blattlaus findet man häufig eine Cauda, eine Analplatte und eine darunterliegende Genitalplatte. Fast alle Blattläuse durchlaufen einen komplexen Generationswechsel. Daher wird die Bestimmung an den ungeflügelten Männchen, den sogenannten Virgines, durchgeführt. Bestimmungsmerkmale der Blattläuse sind unter anderem der Glanz der Oberfläche, die Tuberkel oder Stirnhöcker, die Marginaltuberkel, die Cauda, die Wirtspflanze der Blattlaus, der Prozessus terminalis, der Rüssel, der Siphon, die Flügeladern, die Wachsdrüsenplatten auf dem Abdomen, die Analplatte, die Bepuderung mit Wachs und der Körperumriss.